die Teilnehmer. Der Kubaner Hernandez, dann Steve Lewis, der junge Amerikaner, Harry Butch Reynolds, der schnellste Mann in diesem Jahr, Innocent Ekpunike aus Nigeria, Danny Everett, USA, Andrew Wellman und Antonio McKay, die beiden Amerikaner, komplettieren das Feld der sieben Läufer. Und dabei sind die vier schnellsten in diesem Jahr. Hernandez, 44,22 bereits. Er hat den Weltmeister Schönlebe schon in dieser Saison schlagen können. Vor ihm Steve Lewis. Der Junge ist so kometenhaft nach vorne gekommen, der Amerikaner. Hier haben wir ihn mit der Startnummer 130. 44,11 in diesem Jahr. Die Amerikaner ja haben eine Leistungsdichte in dieser Disziplin, die unglaublich ist. Da kommen Leute, die 44,20 und so laufen können, schon nicht mehr mit zu den Olympischen Spielen. Und dann kommt Butch Reynolds. 43,93 und damit nur 700stel schwächer als der seit 20 Jahren bestehende Höhenweltrekord, kann man sagen. Butch Reynolds, im vergangenen Jahr war er nicht so glücklich mit dem Verlauf der Saison. Großartige Rennen, großartige Zeiten, aber am Ende nur der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft. Das will er anders machen in diesem Jahr, sich die Saison besser einteilen. Was für ein Kraftpaket. Vor ihm wird starten auf Bahn 5, Innocent Ekpunike, der Nigerianer mit den kräftigen Oberschenkeln, Zweiter der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Dann kommt Danny Everett, wieder einer, der unter 44 Sekunden gelaufen ist in diesem Jahr. Im Hintergrund Applaus, Beifall, Jubel für einen Dreisprungversuch von Mr. Dreisprung von Willy Banks. Zu dem kommen wir noch. Und dann noch die beiden anderen Amerikaner, die nicht für die Einzelrennen in Seoul qualifiziert sind. Andrew Wellman und Antonio McKay auf der Bahn 8, der immerhin noch vor 4 Jahren Olympiadritter war. Hier haben wir ihn ganz links im Bild. Aber so schnell geht das in den USA. Jetzt hat er allenfalls noch eine Chance, in der 4x400-Meter-Staffel dabei zu sein. Ein hochklassiges Feld, vielleicht bis auf Thomas Schönlebe aus der DDR, das Beste, was es gibt, natürlich, wenn die vier Weltbesten dieses Jahres dabei sind. Der Favorit auf Bahn 4, Dritter von rechts, Butch Reynolds, USA. 400 Meter, voll besetzter letzte Grund, natürlich. Die Bedingungen optimal, es ist warm. Es war den ganzen Tag über strahlend blauer Himmel. Innocent Ekpunike geht ganz stark an, der Nigerianer. Hat den vor ihm laufenden Danny Everett überholt. Aber das kennen wir bei Ekpunike. Laufen so schnell es geht und dann beten, dass er durchkommt. Ekpunike, die Kurvenvorgabe täuscht. Butch Reynolds in dem weiß abgesetzten Trikot. Dritter von rechts, aber jetzt kommt er, der hochgewachsene Amerikaner. Ekpunike, Reynolds. Und Steve Lewis, Butch Reynolds vorne, ganz klar. Was für ein Läufer, Butch Reynolds vor Steve Lewis. Reynolds, Weltrekord, Weltrekord über 400 Meter, eine unglaubliche Zeit. 43,30 inoffiziell. Das sind 56 Hundertstel mehr als die alte Zeit von Lee Evans, die 20 Jahre Bestand hat und die in Mexiko lief. Was für ein Beginn dieses Meetings, was für eine Zeit. Butch Reynolds, der 24-Jährige. Da haben wir ihn mit der Startnummer 131 in der Bildmitte. Neuer Weltrekord über 400 Meter und was für eine Zeit. Was kann dieser Mann laufen? Er hat es im vergangenen Jahr angedeutet. Aber ich sagte es vorhin schon, die Saison hat er sich nicht gut eingeteilt. Hier sehen Sie, Ekpunike, der hat es versucht. Aber dann kommt Reynolds. Hinter ihm Steve Lewis an zweiter Stelle. Aber jetzt legt er, kann man sagen, den fünften Gang ein. Und dann zieht er los. Unwiderstehlich, der Schritt wird kaum kürzer.
Dieser Rekord ist absolut vergleichbar jenem von Ben Johnson im vergangenen Jahr über 100 Meter. Wer wird Zweiter hinter Reynolds? Lewis oder? Nein, das müsste noch Danny Everett geworden sein. Danny Everett vor Steve Lewis, den beiden Amerikanern. Offiziell 43,29 Sekunden. Und hier noch einmal der neue Weltrekordmann über 400 Meter, Harry Butch Reynolds. Kämpft, der weiß um seine Chance, die Bedingungen ideal hier in Zürich. Und er hat das genutzt, die Gunst dieser Stunde, voll motiviert. Und damit ist er natürlich der absolute Favorit für Seoul, für die Olympischen Spiele. Er begann einmal als Weitspringer, ist dann auf die 400 Meter umgestiegen. Kommt aus Akron im Bundesstaat Ohio, ich sagte es, 24 Jahre alt. Am 8.8. ist er das geworden, in der vergangenen Woche. Und jetzt, wie gesagt, 43,29, ein fantastischer neuer Weltrekord. Der Sprecher muss die Zuschauer überhaupt erst wieder in die Realität zurückholen, als die 1500-Meter-Läuferinnen hier auf die Strecke gehen. Achtung, Start für den 1500-Meter-Lauf, denn kaum einer hat da hingeguckt. Alle haben sich erhoben, um Butch Reynolds hier Standing Ovations zu bereiten. Und natürlich ist das für die Damen sehr, sehr schwierig. Dabei hat man extra eine Tempomacherin organisiert, engagiert, die gar nicht einmal auf der Startliste zu verzeichnen war und ist und jetzt erst einmal umguckt, weil sie Tempo machen soll für die Rumänin Paula Ivan. Die Weltjahresbeste in dieser Saison. Paula Ivan, die Rumänin aus der neuen Generation, kann man immer noch sagen, der rumänischen Mittelstreckerinnen. Stoina Melinte im Moment an fünfter Stelle liegen, gehört zur alten Generation. Also, meine Damen und Herren, lassen Sie sich nicht irritieren. Auf Rang 2 im Moment die Dame, die hohe Favoritin in diesem Rennen ist, Paula Ivan aus Rumänien. Auch mit im Feld, jetzt allerdings schon, hat sie 15 bis 20 Meter auf Paula Ivan verloren. Nicht mehr am rechten Bildrand zu sehen. Vera Michalek, die deutsche Meisterin aus Frankfurt, als einzige bundesdeutsche Starterin. Und Paula Ivan übernimmt sicher in Kürze die Führung. Auf Rang 2 Christine Cahill aus Großbritannien. In Verona lief Paula Ivan ihre Weltjahresbestzeit, lief sie erstmals in ihrer Karriere unter 4 Minuten. Und da war Christine Cahill Zweite. Jetzt schon Paula Ivan an der Spitze. Christine Cahill auf Rang 3. Und ebenfalls noch aussichtsreich, auch eine Läuferin, die, wenn es optimal läuft, um die 4 Minuten laufen kann. Kirsty Wade aus Großbritannien. Auf Rang 5 dann Stoina Melinte. Mit 32 Jahren eine der ältesten Mittelstreckerinnen. Aber wie ein guter Wein, je älter, desto besser. Und Vera Michalek abgeschlagen am Ende des Feldes. Jetzt schon etwa 15 Meter hinter der dritten Rumänin, Mitica Constantin. Paula Ivan aber läuft vorne ein einsames Rennen und offensichtlich darauf erpicht, eine glänzende Zeit hier vorzulegen. Unter 4 Minuten, so sagte sie, will sie in jedem Fall hier laufen. Ihr Vorsprung mindestens 10 bis 15 Meter, Stoina Melinte jetzt auf Rang 2. Außen der Pechvogel der amerikanischen Trials, Ruth Wysocki, da es jetzt in die letzte Runde geht. Denn Ruth Wysocki konnte sich auch als ältere Dame mit 31 Jahren nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren, wurde Vierte. Und Paula Ivan läuft ein einsames Rennen, sicherlich eine der ganz großen Hoffnungen Rumäniens bei den Olympischen Spielen in Seoul. Vera Michalek, jetzt schön zu sehen, hat einen Rückstand von etwa 50 Metern auf die führende Paula Ivan aus Rumänien. Während die
Zuschauer, die 24.000 im Letzigrundstadion, immer noch Reynolds skandieren nach dem Weltrekord des 400-Meter-Mannes aus den Vereinigten Staaten. Kämpft Paula Iban um eine hervorragende Zeit und die wird es auch geben. Eine ganz hervorragende Zeit, die sie läuft. Neue Weltjahresbestzeit läuft sie in jedem Falle. In diesem Moment mit 3 Minuten 56,24 Sekunden. Ein glänzendes Rennen von Paula Iban aus Rumänien, die vor Doina Melinte gewonnen hat. Und das bedeutet, dass sie nicht einmal 4 Sekunden über dem Weltrekord geblieben ist. Und dieser Weltrekord gilt ja als ein unantastbarer Weltrekord, mit einigen Fragezeichen von vielen Experten versehen. Von Tatjana Kasankina und Paula Iban zweifellos eine ganz große Favoritin, zumindest auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. 25 Jahre alt. Hier ist Uli Denk, die für Leverkusen startet in diesem A-Lauf. Auch Claudia Tsaskiewicz aus Mannheim, die deutsche Meisterin, Rekordhalterin. Dabei sind Jackie Humphrey aus den USA, Lavonna Martin USA, Linda Talbert, dann die Französin Laurence Eloire und Benita Fitzgerald Brown aus den USA. Aber wir richten unser Hauptaugenmerk einmal auf Uli Denk und auf Claudia Tsaskiewicz, denn für Ulrike Denk gilt es noch darum, sich für Seoul zu qualifizieren mit einer guten Leistung und guten Zeit. Claudia Tsaskiewicz, hier haben wir sie, ist qualifiziert. Aber beide könnten auch heute in den Bereich des DLV-Rekords von 12,80 heranlaufen. Geglückter Start, das ist ja bei den Hürdensprintern immer so eine Sache. Schwach Tsaskiewicz, denkt gut. Neben ihr Linda Tolbert, Martin Lavonna. Ah ja, da ist auf Bahn 5 die stärkste Linda Tolbert aus den USA. 12,78. Jetzt wollen wir dann mal sehen, was die Zeitlücke uns zeigt, wo Claudia Tsaskiewicz abgeblieben ist. Sie freut sich zur Sicherheit. Hat sie eine gute Zeit, mit Sicherheit hat sie eine gute Zeit erreicht, die Linda Tolbert aus den USA, die nicht für Seoul qualifiziert ist. Jackie Humphrey auf Bahn 1, die hat die schnellste Zeit bei den US-Olympia-Ausscheidungen erreicht. Gucken wir mal auf den Start. Claudia Tsaskiewicz scheint mir nicht so gut ins Rennen zu kommen. Da kommt auch die neben mir laufende Laurence Eloire, die Französin, ein bisschen nah an sie heran. Uli Denk hält sich noch ganz wacker. Claudia Tsaskiewicz jetzt wohl am Ende stärker. Linda Tolbert auf Bahn 5 vorne und Tsaskiewicz ist Zweite. Ja, und bei 12,78 für Tolbert muss es eine 12,80er Zeit und etwas drüber für Claudia Tsaskiewicz gegeben haben. Dann wird es ganz eng. Dann kommt wohl Lavonna Martin aus den USA und als Vierte Ulrike Denk wohl. Aber auch sie müsste noch unter 13 Sekunden gelaufen sein. Eine gute Zeit. So, die Siegerehrung, die wollen wir mitnehmen in diesem Fall. Für Harry Butch Reynolds. Ist heute Abend in Zürich, hier haben sie die Zeiten der ersten drei, das ganz große Ding schon gelaufen mit diesem Weltrekord. Denn alles wartet ja noch auf den Supersprint Ben Johnson gegen Carl Lewis. Aber Sie sehen und hören die Begeisterung für diese Leistung dieses 24-jährigen Amerikaners, des neuen Weltrekordmanns über 400 Meter. Aber endlich mal ein bundesdeutscher Athlet. Hier haben Sie ihn groß im Bild mit der Nummer 149, von dem wir uns, hier hebt er auch noch die Hand, viel erwarten in diesem Rennen, nachdem er heuer schon eine sehr gute Zeit gelaufen ist mit 1:44:21, bei der deutschen Meisterschaft aber unerklärlicherweise nicht zu Rande kam gegen Thomas Giesing. Heute aber das Feld erlesen, das sollte ihn doch animieren. Vor Peter Braun läuft Moussa Fall aus Senegal und vor dem läuft Peter Elliott, zweifellos einer der Kandidaten, wenn es um Medaillen geht,
bei den Olympischen Spielen in Seoul. Hier haben Sie noch einmal den Senegalesen im Bild. Dann rechts von Brown, das ist sicher einer der Mitfavoriten. Steve Graham aus Großbritannien. Doppelstarter wohl in Seoul über 800 und 1500 Meter. Und in seinem Windschatten, ganz in Schwarz, auch was das Trikot betrifft, laufen Johnny Gray, der Weltjahresbeste, und mit noch dabei José Luis Barbosa aus Brasilien. Johnny Gray hält sich an zweiter Position und Walter McCoy soll für die Pace sorgen. Und man weiß ja, das reicht für 400 Meter bei dem, aber was soll das hier, frage ich mich, in Zürich. Er läuft eine gute 400 Meter Zeit oder fasst das Ganze als 400 Meter Start auf, aber das ist kein Tempomacher für die anderen, für die guten 800 Meter Läufer, wenn einer da 5 Meter vor dem Feld läuft. Walter McCoy. Dann kommt Johnny Gray, der Weltjahresbeste, in blendender Form. Hinter ihm José Luis Barbosa, der Brasilianer. Dann dahinter der Senegalese, Peter Brown an vorletzter Stelle, hält sich wohl hinter Steve Graham, um dann vielleicht mit dem mitzugehen. Johnny Gray wird sicherlich jetzt drüben, wenn McCoy gleich aussteigen wird, vorbeigehen. Gray und Barbosa, Graham jetzt, zweiter von rechts am Bildrand, macht sich auf die Aufholjagd. McCoy steigt aus, hat fast Graham dabei behindert. Und vorne Johnny Gray und Barbosa. Die beiden sind weg. Kommt der Graham noch heran? An dritter Stelle kämpft Maxig und Peter Brown ganz in Blau am Ende des Feldes. Vorne Gray und Barbosa. Johnny Gray wird das Tempo halten können. Graham schlüpft vielleicht. Nein, er kann nicht innen durchschlüpfen. Johnny Gray wird gewinnen in hervorragender Zeit. In neuer Weltjahresbestzeit gewinnt Johnny Gray, der ohnehin schon die Weltjahresbestzeit hielt. Hier diesen 800 Meter Lauf in Zürich. Also ein tolles Ergebnis nach dem anderen bei diesem Leipzig-Rundsportfest in Zürich. John, jetzt der Sprint. Ben Johnson gegen Carl Lewis, aber es sind noch dabei. Dennis Mitchell aus den USA. Rechts Linford Christie hier im gelb-blauen Rennanzug oder Trainingsanzug. Der Brite, der Europameister. Chidi Imo, der Afrikameister. Dann kommen Ben Johnson auf Bahn 4, Carl Lewis auf Bahn 5, Raymond Stewart, Jamaika. Aber gehen wir so der Reihe nochmal durch. Dennis Mitchell, zweitschnellster bei den amerikanischen 100 Meter Olympia-Ausscheidungen. Linford Christie, der aus Jamaika stammende, für Großbritannien startende Linford Christie, Europameister von Stuttgart vor 2 Jahren. Sie werden den Stadionsprecher verstehen. Chidi Imo, Sie haben ihn auch in der Bundesrepublik gesehen. Der Afrika-Rekordmann, 10,00. Dann kommt Ben Johnson. Er ist ein halbes Jahr älter als Lewis. 14 Mal sind die beiden bisher gegeneinander gelaufen. Lewis führt mit einem Verhältnis von 8:6. Aber die letzten entscheidenden Rennen, die hat alle Johnson gegen Carl Lewis gewonnen. Und da kommt er, Karl der Große. Wie wird es ausgehen? Welche Zeit? Vor dem Rennen würde ich tippen, Johnson gewinnt. Aber wer weiß das schon, wie stark Lewis schon wieder ist. Raymond Stewart, der Jamaikaner. Weltmeisterschaft, Dritter im vergangenen Jahr. Die vier Ersten des vergangenen Jahres von Rom sind also hier am Start. Desai Williams, vor Johnson, der schnellste Kanadier. Und dann kommt Carl Winsmith. Der hielt ja den Weltrekord, bis ihn Ben Johnson überflügelte. Der Weltmeister über 200 Meter von Rom. Tja, das Interesse natürlich auf die Bahnen 4 und 5 gerichtet. Johnson gegen Lewis. Lassen wir mal beiseite, was die beiden heute verdienen können. Und über Amateurdinge im Sport wollen wir ohnehin nicht mehr reden. Solche Leistungen kann man ohnehin nur als Profi bringen. Das ist klar. Johnson gegen Lewis. Ein anderer kann es eigentlich nicht gewinnen. Wie schnell sind sie? Ben Johnson. 9,83 ist ein Weltrekord von Rom.
und 9,93 die Zeit von Carl Lewis in Rom, US-Rekord. Der zweitschnellste mit Calvin Smith in der Welt hinter Ben Johnson. Und dazu die Weltbesten, Christy, Imo, Mitchell, Stewart, Calvin Smith. Johnson rechts, neben ihm Lewis. Oh, das war ein Fehlstart, ja. Ich glaube, von Ben Johnson. Ja. Ich meine, die Reaktionszeiten von Ben Johnson sind sowieso unglaublich. Es gibt ja Aufschlüsselungen des Laufes von Rom, des WM-Laufes, wo man ganz klar auf die ersten 10 und 20 Meter bezogen sehen konnte, wie schnell Johnson ist, wie er unglaublich beschleunigt. Aber hier ist er doch wohl zu früh aus den Blöcken gegangen. So, jetzt muss er natürlich ein bisschen zurückhaltender sein. Jetzt wollte da ein Kampfrichter dem Chidi Imo das Täfelchen hochstecken für den Fehlstart. Jetzt wird es auf Block 4 hochgesteckt und das klappt dann einfach Ben Johnson um. Jetzt sollten aber alle Kampfrichter und wer auch immer da zu tun hat, dort weggehen. Jetzt werden die Kugelstoßer noch reingelassen. Das sind natürlich Mängel in der Organisation. Die kreuzen den Weg der Sprinter, die sich hier konzentrieren sollen. Und Johnson schüttelt den Kopf. Voll konzentriert ist er im Augenblick mit Sicherheit nicht. Erinnern wir uns an seinen Start. Dieses explosive Herausspringen aus den Blöcken, das Hochreißen der Arme bei einem Start, bei dem jeder andere im Grunde auf die Schnauze fallen würde, so muss man es formulieren. Er kann das eben mit seiner unbändigen Kraft. Und Lewis, sicher am Start der Schwächere. Aber vielleicht bringt das heute die Revanche. Da ist er. Er mit 9,96, bisher der schnellste in diesem Jahr über 100 Meter. Johnson im weißen Trikot, der roten Hose, Carl Lewis im blauen Rennanzug daneben. Sie sehen die breite Armhaltung, viel breiter als bei Lewis von Johnson. Ja, jetzt muss er sich zurückhalten, aber er vorne, am Start klar von Johnson. Und jetzt kommt Lewis gewinnt. Und Johnson hat im Auslauf abgestoppt. 9,94. Weltjahresbestzeit. Carl Lewis gewinnt. Ja. Und das sind die Gesten des Siegers. Die Revanche geglückt. Ben Johnson offensichtlich doch noch nicht so gut, um einen Carl Lewis in dieser Form voll konzentriert schlagen zu können. 9,94 inoffiziell. Weltjahresbestzeit mit Sicherheit. Da geht Johnson. Sicher enttäuscht. Aber ich weiß auch nicht, ob er wirklich alles gegeben hat. Am Ende konnte er es nicht oder hat er nicht mehr alles gegeben. Er war sicher gehandicapt durch den ersten Fehlstart. Eine für Lewis verhältnismäßig gute Startphase. Johnson nicht mit dem Vorsprung, den man gewohnt ist von ihm. Tritt schneller, aber nicht der Vorsprung. Und gegen Ende, da kann Lewis zulegen, beziehungsweise Johnson offensichtlich seine Geschwindigkeit nicht mehr halten. Und hier, als ihn Lewis passiert, stoppt Johnson für mich ab, trudelt aus, wird sogar nur Dritter. Nur Dritter, Calvin Smith ist noch Zweiter geworden in diesem Rennen. Das Publikum nicht ganz zufrieden mit dem, was Johnson geboten hat. Ich glaube, Johnson nach dem Fehlstart, gewinnen wollte er sicher, hat jetzt, als er gesehen hat, dass er Lewis nicht schlagen kann, am Ende den Gang ein bisschen herausgenommen. Das Gefühl habe ich ganz klar. Der große Preis, der winkt ja dann mit dem olympischen Gold in Seoul. Aber Carl Lewis, der Triumphator,
der große Sieger heute Abend mit einer hervorragenden Zeit. 9,94 inoffiziell. Das Ganze noch einmal aus einer anderen Perspektive. Da ist am Start Johnson gar nicht viel weg von Carl Lewis. Jetzt erst kann er sich einen gewissen Vorsprung erlaufen. Aber auch gegenüber den anderen Läufern ist das für einen Ben Johnson nicht viel. Und dann kommt Carl Lewis und Johnson kann offensichtlich seine hohe Geschwindigkeit aus der Anfangsphase nicht mehr halten. Lewis überläuft ihn. Und dann kommt Calvin Smith noch als Zweiter vor Johnson ins Ziel. 9,93 offiziell für Carl Lewis. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Windverhältnisse waren, aber es müsste windstill gewesen sein. Calvin Smith 9,97. Ben Johnson 10,00. Dann Chidimo, der Afrikaner, 10,04. Lindford Christie, der Brite, 10,07. Dennis Mitchell-Ulsaat, 10,08. Raymond Stewart, Jamaika, 10,09. Desai Williams, Kanada, 10,19. Das muss man einfach einmal nennen, um zu wissen, welches Feld hier heute gelaufen ist. Der Sieger heißt Carl Lewis, 9,93. Einstellung seiner Bestzeit, Einstellung des US-Rekordes, neue Weltjahresbestzeit 1988. Vielleicht feiern Sie nachher Joaquim Cruz, dem Brasilianer, der über 1500 Meter antritt und dabei ist Dieter Baumann auf Startposition 5, unser deutscher Meister. Ein großes Feld, herausragend, vielleicht Kipcheruyot, der Keniate, wenn er da ist. Die 182 ist aus Burundi Quisera gewesen, immer noch Interviews für Carl Lewis. Na, nun sollte man vielleicht doch zum Start über 1500 Meter kommen. Hier ist erfolgt. Ein Feld von 14 Läufern, mit Sicherheit auch einem Hasen. Als dritten vorne, jetzt als vierten, haben Sie im weißen Trikot und in der schwarzen Hose Dieter Baumann gesehen. Auf den wollen wir unser Interesse konzentrieren, denn er hat in dieser Saison auch im Wettkampf mit ganz starken Leuten, mit Aouita zum Beispiel, gute Wettkämpfe abgeliefert. Mogens Guldberg, der Däne, ein starker Mann, ist da dabei. Ray Washington, der Amerikaner, macht das Tempo. Mogens Guldberg ist da mit vorne. Und mit der Nummer 117, ein zweiter Läufer, der uns nicht genannt wurde, der Tempo machen soll. Aber da ist es natürlich wieder wie in den anderen Rennen abgerissen. Was soll das? Die Pace machen, wenn man es zu schnell tut. Natürlich auch die Frage, ob das Feld das Tempo annimmt. Aber das war auch wieder zu schnell, wie vorhin bei 800 Meter durch Walter McCoy. Washington, der macht das zu schnell. Mogens Guldberg geht mit, der Däne. Mal sehen, ob er die 1500 Meter durchläuft. Oder ob er auch hier als Hase für die letzte Runde bestimmt ist. Nur der Abstand zwischen Hasen und Jägern, der ist zu groß. Wer ist da noch dabei? Jeff Atkinson, der Amerikaner. Quisera war es zu sehen aus Burundi. Hier Joaquim Cruz. Nach langer Verletzungszeit versucht er wieder Anschluss an große Zeiten zu finden. Versucht es über 1500 Meter. Dann hinter Cruz kommt schon bald wieder Dieter Baumann. Jim Spivey, der Amerikaner, ist noch vor Baumann. Also betrachten wir mal diese Gruppe hier, die jetzt langsam wieder aufschließt. Vorne die, die das Tempo gemacht haben. Der dritte ist der blonde Däne, Mogens Guldberg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechster ist Baumann und er hält sich dran, das ist richtig. Er orientiert sich an Jim Spivey, an Joaquim Cruz, um eine gute Zeit zu laufen. Wenn die Läufer im Ziel sind, noch eine Runde. Und die Zwischenzeit bei 1200 Metern, die verrät uns dann, wie schnell das ist. So, immer noch der Anschluss zum Hasen nicht hergestellt. Mogens Guldberg, dann kommt Quisera aus Burundi, Cruz Brasilien, dann der Amerikaner Jim Spivey, die letzte Runde jetzt, und dann Dieter Baumann. Die anderen zunächst einmal abgeschlagen. Darunter die Schweizer Hacksteiner und Wirth. Han Kulker, der Niederländer. Die 1200 Meter Zwischenzeit 2:50:63, das ist schnell. Wenn die das durchhalten,
dann kann das durchaus eine Zeit um 3:33 am Ende werden. Und Baumann hält mit. Goldberg, Quisera Burundi, dann Cruz Brasilien und Dieter Baumann. Hat Jims Bibe überlaufen. Das ist endlich einer, der nimmt sein Herz in beide Hände. Der riskiert was. Der will hier nicht nur mitlaufen, der will vielleicht sogar gewinnen. Dieter Baumann. Goldberg, Groß und Baumann. Joaquin Groß, der Brasilianer. Der Olympiasieg über 800 Meter von Los Angeles. Und Dieter Baumann greift an. Bibe kommt. Das kann Baumann gewinnen und er gewinnt. 3:34.83. Das ist eine sehr gute Zeit und vor allen Dingen taktisch hervorragend gelaufen. Dieser Sieg, der muss Dieter Baumann Auftritt geben. Kompliment an den jungen Mann, dass er dieses Rennen so durchgestanden hat. Und eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir ihn noch ein bisschen länger sehen vor dem nächsten Hochspringer. Und lassen Sie mich ruhig, da der Hochsprung im Moment erst bei 2:31 ist und Patrick Schöberg ja sicher noch höher springen wird, ein paar Worte zu Dieter Baumann verlieren. Das ist ein Athlet, der weiß, was er kann. Der hat Selbstzuversicht, der hat Selbstvertrauen. Der geht gegen solche Namen einfach ohne Scheu, ohne großen Respekt an. Schöberg 2:31 gerissen. Zum Hochsprung kommen wir noch. Kompliment an Dieter Baumann. Und endlich mal ein Sieg eines DLV-Athleten wieder hier im Züricher Lexikon. Mary Decker Slaney aus den USA, vor Lynn Williams, Kanada und Ellie van Hulst, Niederlande, dahinter den Norwegerin Christiansen. Das ist die Reihenfolge, 4 Runden vor Schluss dieses 3000 Meter Rennen. Im Hintergrund Patrick Schöberg bei seinem letzten Versuch über 2:31. Und er ist auch drüber und ist auch noch im Wettbewerb. Die machen es aber spannend, im zweiten, im dritten erst. Na, so ganz hoch ist man in Zürich auch nie gesprungen. Die Anlage, der Anlauf offensichtlich doch nicht so gut hier in Zürich. Die Reihenfolge im 3000-Meter-Lauf bei den Frauen, jetzt ein wenig verändert, als hinter Mary Decker Slaney, der Amerikanerin, Ellie van Hulst aus den Niederlanden, die zweite Position einnimmt. Dann kommt Lynn Williams, Kanada. Und für die Norwegerin Ingrid Christiansen ist das Anfangstempo zunächst, da sehen Sie in der Kurve auf die Zielgerade einbiegen, ein wenig zu hoch. Sie ist ja auch stärker über die 5000, die 10.000. Die drei da vorne ziehen seit Beginn des Rennens ihre Bahn, während sie im Kugelstoßen das gerade erst begonnen hat. Werner Günther, den Schweizer Europa- und Weltmeister gesehen haben, von dem man sich so viel hier erwartet, vielleicht eine Leistung über 22 Meter. Ich warte auf die Weite für Günther, während Mary Slaney vor Ellie van Hulst und Lynn Williams Kanada unverändert um die Bahn ihre Runden drehen. 3000 Meter. Die Zwischenzeiten sagen, das ist durchaus eine Zeit unter 8:40 werden könnte. Die Weite von Günther immer noch nicht angezeigt. Das dauert halt manchmal ein bisschen, da sehen Sie es. Noch zwei Runden, wenn die Läuferinnen im Ziel sind und Mary Decker Slaney, Wunderkind früherer Jahre, Pechvogel von Los Angeles, wieder auf dem Weg zu Weltklasseleistungen. In Führung vor Ellie van Hulst und Lynn Williams. Noch zwei Runden, 800 Meter noch. Man soll nicht immer nur nach den Weltrekorden schielen und schauen, wenn man die Leistungen von Athletinnen und Athleten beurteilt. Das hier wird noch ein spannendes Rennen. Da ist noch nicht entschieden, wer gewinnt von den dreien. Der Abstand zur 14, zur Norwegerin Christiansen allerdings schon beträchtlich, fast 50 Meter geworden. Günther im Übrigen eben 21,82 Meter, erster Versuch im Kugelstoßen. Mary Decker Slaney vor Ellie van Hulst und Lynn Williams. Unverändert die Situation. Lynn Williams, die dritte, die kleine Läuferin, die Kanadierin.
Olympiatrette von Los Angeles. Und jetzt, wenn die Läuferinnen die Zielgerade runtergekommen sind, die Schlussrunde. Elif van Hulst, eine alte Bekannte, die erst relativ spät in die Weltspitze hineinkam, die hochgewachsene Holländerin. Sehr sympathische Frau mit großen Leistungen in den letzten Jahren. Die letzte Runde. Mary Slaney scheint mir doch am frischesten zu sein. Elif van Hulst und Lynn Williams fällt ein wenig zurück. Weit abgeschlagen das Feld mit Ingrid Christiansen und den anderen. Ja, Lynn Williams hat jetzt Probleme, aber Elif van Hulst ist nicht nur dran. Greift Mary Slaney an und zieht vorbei mit langen Schritten. Da ist kaum Gegenwehr da von Mary Slaney. Ja, die Elif van Hulst, je älter, desto besser, kann man sagen. Die ist in solcher Form mit Sicherheit für Seoul unter denen zu sehen, die da ein Wörtchen mitreden bei der Vergabe um Medaillen. Überraschend, dass Mary Slaney so wenig Gegenwehr leisten konnte. Van Hulst wirkt auch frischer als Mary Slaney, die da doch ein bisschen eben die Zähne zusammengebissen hat. Jetzt kommt sie aber nochmal. Oh, jetzt greift sie nochmal an. Aber es wird nicht mehr reichen. Nein, das reicht nicht mehr. Elif van Hulst, Mary Slaney, und was für eine Zeit. 8:33:98. Sicher. 11 Sekunden über dem Weltrekord. Aber das ist ohnehin eine Fabelzeit von Tatjana Kasankina. Aber es ist zugleich die schnellste in diesem Jahr in der Welt erzielte Zeit. Da lag bisher die Britin Murray vorne. Und Elif van Hulst mit Weltjahresbestzeit und mit Sicherheit mit neuem niederländischen Rekord Siegerin dieses 3000-Meter-Laufs von Zürich heute Abend. Konzentrieren wir uns also deshalb auf den Schweden Patrick Schöberg. Der war stocksauer in letzter Zeit, weil ihn die schwedischen Journalisten so kritisiert haben und meinten, er habe seinen Zenit bereits überschritten. Er sei keiner mehr. Der hat gemeint, ich springe jetzt nicht mehr in Schweden. Ich springe, und da freue ich mich drauf, im Ausland. Und in Zürich werde ich zeigen, dass ich sehr wohl noch zu guten Leistungen in der Lage bin. Der dritte Sprung über 2,31, der sah wahrlich gut aus. 2,34 Meter, erster Versuch von Patrick Schöberg. Und der Finger, den er da nach oben reckt, der ist wohl an die Adresse seiner Landsleute gerichtet, um ihnen zu zeigen, da bin ich wieder. 2,34 Meter, was heißt, da ist er wieder. 2,37 hat der Weltrekordmann ja in dieser Saison schon übersprungen, und das sah auch technisch sehr gut aus, dieser Sprung. Weil ich eines sagen muss, auch der 2,31 Meter Sprung zuvor von Dietmar Mögenburg war technisch geradezu ungewohnt gut bei einer solchen Höhe, aber konzentrieren wir uns jetzt zunächst einmal. Sie sehen es eingeblendet auf sicherlich einen der Höhepunkte des heutigen Abends. 110 Meter Hürdenlauf der Männer, ein erlesenes Starterfeld. Von den 5 schnellsten dieses Jahres sind 4 am Start. Ganz innen, hier haben Sie ihn groß im Bild, einer, der natürlich gerne nach Zürich kommt, denn vor 7 Jahren, damals war er 22 Jahre alt, hat er auf dieser Bahn Weltrekord erzielt, der heute noch gültig ist mit 12,93 Sekunden. Dann hat er das Lager gewechselt und vom Football-Profi ist er wieder zurückgekehrt zum Leichtathleten, in Gnaden aufgenommen. Dann Tony Campbell, auch bei den Olympischen Spielen als zweitbester Amerikaner derzeit. Er huschte gerade ganz im Gelb aus dem Bild, für Seoul qualifiziert. Auch ein hochinteressanter Mann, einer der ganz Jungen, ein großes Talent, ganz links am Bildrand entschwunden, Colin Jackson aus Großbritannien. Europarekord lief er, und er, Roger Kingdom, lief bei dem Sportfest, bei dem auch Jackson Europarekord lief, erstmals in seiner Karriere unter 13 Sekunden. Roger Kingdom mit der roten Hose. Der Amerikaner, der stärkste Amerikaner derzeit, sicherlich der weltbeste Hürdensprinter im Moment.
Dann Viktor Shishkin aus der UdSSR, enorm verbessert in dieser Saison. Mark McCoy, der ja von sich selbst gerne sagt, am liebsten würde ich immer bei 50, 60 Metern aussteigen in einem Hürdensprint. Deshalb ja auch ein Spezialist für die Halle. Glänzender Start, das werden Sie sehen, an den ersten Hürden enorm stark. Dieser Mark McCoy, dann Cletus Clark aus den Vereinigten Staaten. Und fast ein bisschen verloren, Sie haben es ja gesehen, schüchtern hat er dem Amerikaner auf der Bahn neben ihm die Hand gegeben. Guter Start von McCoy, ganz schwach gestartet Kingdom. McCoy traditionell in Führung liegend bei 50 Metern. Jetzt kommt Roger Kingdom, sehr stark Tony Campbell. Aber Kingdom gewinnt vor McCoy und Campbell. Und die Zeit 13,13 Sekunden. Zweifellos eine gute Zeit für Roger Kingdom. Den derzeit weltbesten Hürdensprinter, da gibt es gar keine Zweifel. Aber am Start hat er mindestens ein, zwei Zehntel im wahrsten Sinne des Wortes liegen gelassen. Und beim Kugelstoßen Werner Günther, 21,82 Meter, das ist die Weite, mit der er bislang in Führung liegt. Und Carsten Stolz hält sich achtbar, 20,18 Meter im Bereich seiner momentanen Möglichkeiten. Das genügt im Moment für Rang 3, wahrlich ein gutes Zwischenergebnis. Aber es ist schon faszinierend, wie dieser Mark McCoy, der Kanadier, aus den Blöcken kommt. Wenn sie in der Halle bei 50, 60 Meter heißt, das war das Ende, dann ist er meistens vorne. Aber leider im Freien geht es noch ein bisschen weiter und da kommen dann Leute wie Kingdom und Camper. Roger Kingdom vor McCoy und Tony Campbell. Und fast ein bisschen Wehmut beschleicht uns, wenn wir schauen, wo der Rinaldo Niemeyer ganz oben am Bildrand, sehen Sie ihn entschwinden, wo der geblieben ist, ein Schatten früherer Tage. Noch einmal eine schöne Studie des Topfavoriten auf die olympische Goldmedaille in Seoul von Roger Kingdom aus den Vereinigten Staaten. Kurzer Blick nach links. Haben Sie gesehen, wo bleibt der Campbell? Zurück zum Kugelstoßen. Randy Barnes aus den USA, das ist ein Mann, der die Weltklasse der DDR-Stoßer und Günther erschüttern kann. Und mit diesem Versuch über die 22-Meter-Linie hinaus, da setzt er sich an die Spitze. Es führt ja bisher Günther mit 21,82 Meter. Randy Barnes hat ja die Olympiaausscheidung der Amerikaner gewinnen können. Drehstoßtechniker, die sieht man nicht mehr so häufig wie früher. 22 Meter und 42, damit ganz klar in Führung und für ihn auch die beste Weite. Und es ist nach dem Weltrekordmann Ulf Zimmermann eine der besten Leistungen in diesem Jahr überhaupt. Igor Paklin, der Europameister, der Zweite der Weltmeisterschaft, seine letzte Chance 2:34 zu überspringen. Das hat bisher nur der Schwede Sjöberg geschafft, Sotomayor, der Kubaner, Conway, der Amerikaner und Paklin haben bisher gerissen. Mögenburg nach einem Fehlversuch ausgelassen. Und Paklin ist drüber und ist damit Zweiter im Wettbewerb. Und der zweite Mann, der 2:34 heute Abend hier schafft. Mögenburg wird dann bei der nächsten Höhe noch zwei Versuche haben. So, aber jetzt. 400 Meter Hürden mit Edgar im A-Lauf von Zürich. In diesem Jahr verbessert. 48er Zeiten sind jetzt angesagt für ihn. Einmal hat er ihn schon geschlagen, den großen Harald, beim DDR-Länderkampf in Düsseldorf. Da war Harald auch noch nicht so ganz gesund. Aber ihm gehört die Zukunft. Edgar Itz. Dann kommt auf Bahn 2 Dave Patrick, der bei den Olympia-Ausscheidungen, die haben wir ihn, nur Vierter war. Trotz seiner Zeit von 47,75. So ist das. Und dann kommt auf Bahn 3 Harald Schmidt. Ich habe ihn im Hotel gefragt heute, wie steht's denn so, wie geht's? Ach ja, so üblich. Der Harald Schmidt ist ja immer sehr zurückhaltend, wenn er so zögernd sagt. Der sagt eigentlich nie, ich bin gut in Form. Der ist viel zu vorsichtig, aber er weiß, was er kann. Ich glaube, er hat wieder viel drauf.
Dann ist dabei Kevin Young, den er vor ein paar Tagen ja in Hengelo in den Niederlanden geschlagen hat. Danny Harris, der WM-Zweite, der auch rausfiel aus dem Olympiaaufgebot der Amerikaner. Dann kommt Amadou Diaba aus dem Senegal. Auch ein starker Läufer. Chris Akabusi, Großbritannien. Siebter von Rom im vergangenen Jahr. Und Winthrop Graham, Jamaika. Kann Harald Schmidt die Amerikaner Patrick, Young und Harris schlagen? Edwin Moses läuft ja nicht hier in Zürich. Er will seine ganzen Starts sowieso sehr reduzieren. André Phillips, der Zweite, starke Amerikaner auch nicht. Jetzt das Duell Schmidt gegen Harris, Young und Patrick und gegen Edgar Ist. Das ist Danny Harris. WM-Zweiter und nicht in Seoul dabei. Mal sehen, wie Harald angeht. In Hengelo vor ein paar Tagen hat er es relativ langsam angelassen. Aber jetzt geht er schon stark an Kevin Young heran. Liegt vorne. Gemeinsam mit Harris. Edgar Ist auch stark. Oh, der Edgar Ist beginnt für mich ganz stark sein Rennen. Sehen Sie ganz rechts Edgar Ist. Der ist schon fast zu Harald Schmidt aufgelaufen, aber Harald Schmidt nach dem Start nicht voll gelaufen. Ich glaube, er will sich auch nicht überfordern in diesem ganzen Rennen. Vorne ist Danny Harris. Danny Harris dahinter, Kevin Young. Harald Schmidt weit zurück, das ist klar. Young und Harris vorne und Dave Patrick, die drei Amerikaner. Wer gewinnt? Harris vor Young, vor Dave Patrick, Dritter. Entweder Edgar Ist oder Chris Akabusi, Großbritannien. Die Zeit für den Sieger 47,76, wenn ich es richtig gesehen habe und die Zeit korrekt war. Und Harald Schmidt hat am Ende nicht mehr alles gegeben, vielleicht auch nicht mehr alles geben können. Da muss man abwarten, was der Harald wirklich drauf hat. Er geht da ganz locker von der Bahn. Edgar Ist hat alles gegeben, das muss man wirklich sagen in diesem Rennen. Er ist sehr, sehr stark gelaufen. Und ich meine, der müsste seine persönliche Bestzeit hier zumindest erreicht haben. Jetzt kommen Kevin Young und Danny Harris. Harris, ja, da muss der Zielfilm ausgewertet werden. Ich vermute Harris vor Young, vor Dave Patrick. Und dann kommt Edgar Ist oder Chris Akabusi. Akabusi, der Brite, Vierter, Fünfter Ist. Und erst Siebter und Vorletzter Harald Schmidt, am Schluss nicht voll durchgelaufen. Das war nicht sein Rennen. Nun wird man warten müssen. War er doch gesundheitlich durch die Erkrankung vor ein paar Wochen so geschwächt, dass das heute Zeiten, also unter 48, für ihn zu viel war? Oder ist es nur eben die Formschwäche heute Abend? Am Ende jedenfalls hat er nicht mehr alles gegeben, was vielleicht nötig gewesen wäre, um die hier zu schlagen. Danny Harris, den Sie hier sehen, und Kevin Young. So, nun der bessere Lauf über 200 Meter bei den Herren. Und da ist einer dabei, der sicherlich wie ein Komet am Sprinterhimmel der Vereinigten Staaten aufgegangen ist. Das ist er nicht, das ist der Linford Christie aus Großbritannien, der Europameister über die 100 Meter, und damit fangen wir schön von innen nach außen an. Linford Christie läuft ganz innen und man kann nur mit großer Anerkennung nach Großbritannien schauen, was da unter Cheftrainer Frank Dick, der ja vielleicht demnächst bei den Bundesdeutschen tätig sein wird, alles herangewachsen ist. So zum Beispiel auch ein John Reaches, Dritter über 200 Meter bei der Weltmeisterschaft, neben ihm, den wir gerade gesehen haben. Dann Calvin Smith. Nach seinem brillanten Rennen über 100 Meter, wo er als Zweiter noch vor Ben Johnson landete, auf der Bahn 3, dann Albert Robinson aus den Vereinigten Staaten. Und dann kommen zwei junge, ganz große Talente, nämlich Robson da Silva aus Brasilien, vor kurzem in die Nähe der glatten 20 Sekunden gelaufen. Und vor allem der hier, Joe Deloach. Vom Santa Monica Club, also vom Carl Lewis Club, und den hat er geschlagen bei den US Trials auf den letzten Metern. Wohlgemerkt mit einem tollen Finish, dann Henry Thomas aus den Vereinigten Staaten und ganz außen Adley Mahone aus Kanada. Und Deloach, zweifellos ein Mann, der unter 20 Sekunden laufen kann. Dritter von links ist Deloach.
zu beachten, aber Calvin Smith auf der Bahn 3. Läuft ein tolles Rennen, Calvin Smith. Calvin Smith, Dritter von rechts und Deloach. Deloach oder Calvin Smith. Deloach hat gewonnen. 20:04, gute Zeit für Joe Deloach. Ein super Talent. Jahre alt und Sie sehen sie auf der Brust, wie bei Carl Lewis, Santa Monica Track Club. Joe Deloach in offizielle Siegerzeit, 20,04 Sekunden, aber Calvin Smith, gut in Form, hat sich ja qualifiziert für das 100 Meter Einzelrennen und wird die Eindrücke im 200 Meter Lauf haben, dies bestätigt. Erneut ein guter Kurvenläufer für die amerikanische 4x100 Meter Staffel sein. Das Finish von Deloach, wie bei den Trials, enorm. Auf Rang 3 dann noch Robson da Silva, der Brasilianer vor Albert Robinson, dem Amerikaner. Patrick Schöberg, dritter und letzter Versuch, auch gerissen. Damit ist das Hochspringen ja wohl entschieden. Schöberg mit übersprungenen 2:34, aber eben im zweiten Versuch. Und Packlin hat die 2:34 erst im dritten geschafft, damit Zweiter. Dietmar Mögenburg mit 2,31 Meter auf Platz 5. Aber Patrick Schöberg, das kann man sagen, mit dem muss man wieder rechnen. Und wie vorhin ja angedeutet, seinen Landsleuten hat das heute Abend zeigen wollen und ja letztlich auch getan. Mike Paul. Jetzt ist er 2 Zentimeter zurück gegenüber Larry Myricks. 8:26 zu 8:28. Der kann so herrlich das Publikum dirigieren und lenken. Die Weit- und die Dreispringer, die stehen doch sehr im Mittelpunkt. Die genießen ihre Show und das hilft ja auch darauf, diese Anfeuerung. Na, so ganz glücklich schien er nicht zu sein. Da hat er den Balken erwischt. Die Weite. Und das dauert noch ein bisschen. 8,30 Meter, jetzt ist er wieder vorn. Also die zwei machen es wirklich spannend. Immer 2 Zentimeter weiter, jetzt Paul mit 8,30 Meter in Führung von Larry Meirig, 8,28. Und da kommen wir zu dem Feld 800 Meter. Ella Kovac aus Rumänien mit der 305. Hinter ihr Anna Quiro, die Kubanerin. Die zweitschnellste in diesem Jahr in der Welt. Aber warten wir den Startschuss ab. Dann sage ich Ihnen, wer noch dabei ist. Olga Nelubova aus der USSR, Kim Gallagher USA, dann Anna Quiro. Die Kubanerin Ella Kovac, Rumänien, Jetta Clark USA. Ein hochklassiges Feld und dabei ist Gabi Lesch aus Frankfurt, die deutsche Meisterin. Sehr schön, wenn sie hier den Anschluss halten kann zum Feld. Sie liegt im Augenblick hinter Nelubova aus der UdSSR. Ella Kovac, die Rumänin, eine ganz starke Läuferin. Anna Quiro, die Kubanerin dahinter. Ja, da vorne ist es jetzt auch schon ein bisschen abgerissen. Aber das ist das alte Problem mit denen, die die Führung machen sollen. Warten wir es mal ab. Ella Kovac, die Rumänin, die 305. Das ist die, die drin bleiben wird im Rennen. Dahinter mit der Startnummer 300. Anna Quiro, die im vergangenen Jahr auch so stark war und dann eben doch bei der Weltmeisterschaft leer ausging. Nur Vierte wurde. Kovac, Rumänien, Quiro. Und Gabi Lesch ist noch mit dabei. Jetzt steigt die junge Dame aus, die die Führung gemacht hat. Quiro ist vorne. Jetzt müsste halt die Gabi Lesch noch dranbleiben können. Kim Gallagher, die Amerikanerin daneben. Quiro, Kuba, Gallagher. Und dann kommt die Maite Zuniga aus Spanien. Die Spanierinnen haben im Mittelstreckenlauf auch ein bisschen aufgeholt, nachdem ihre männlichen Läuferkollegen so stark waren in den letzten Jahren.
Jetzt ganz klar vorne Anna Quiroz. Was hat sie für einen Endspurt? Ah, oh, ist das Abstände. Aber Gabi Letsch hält sie noch gut. Das sehen Sie im Moment nicht. Die wird dritte. Quiroz vor Kim Gallagher. Und dann Gabi Letsch. 1:56,98 für die Siegerin. Das müsste eine Zeit unter 2 Minuten für Gabi Letsch geworden sein. Hoffen wir es mal. Hier haben wir die Siegerin. Anna Quiroz aus Kuba. Die mit 1:56,98 fast an ihre diesjährige Bestzeit herangekommen ist. Eine Läuferin, die ganz sicher den DDR-Läuferinnen und denen aus der UdSSR in Seoul wird Paroli bieten können. Larry Meyrich. Also es ist ein ungeheuer spannender Wettbewerb geworden. Er und Paul jagen sich die Führung immer so zentimeterweise ab. Jetzt führt im Augenblick Paul wieder mit 8:30 und Meyrich mit 8:28 Zweiter. Der muss gültig gewesen sein und der war gut. Das weiß er nach dem Sprung sofort. Die Landung nicht ganz glücklich, aber weit war er. Das war jetzt sein 5. Versuch. 7,98, 8,17 Meter, 8,22 Meter, 8,28 Meter. Das muss man sich auch einmal anhören. Das ist immerhin eine Serie. 8,38 Meter, Meyrich führt wieder. Ja, und Mike Paul konnte noch einmal zulegen, 3 cm, aber letztlich blieb es dann doch beim Sieg von Larry Meyrich mit 8,38 Meter. Das waren wirklich hervorragende Leistungen und der 13. Weltrekord in Zürich, so gehört sich das.